Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Buddy Wood. Heute mal aus Alexander Wohnung. Also wenn ihr euch wundert, warum es hier plötzlich anders aussieht, ist, weil es eine andere Wohnung ist. Ja, wir sind mittlerweile im Jahr 1981 angekommen und haben uns Mad Max 2 der Vollstrecker reingezogen. Der Vollstrecker. Der Vollstrecker, genau, so sieht es nämlich aus. Vollstreckt ja, ne? Ja, was willst du sagen? Will von euch jemand die Geschichte kurz mal rekapitulieren? Rekatapultieren, mal. Also Hauptdarsteller Mel Gibson, ja, nach dem ersten Teil als Outlaw unterwegs. Könnte man sagen, ne? Also Einzelgänger mit einem Hund durch die Gegend. It's a long time since I've seen driving like that, man. Fahren in der postapokalyptischen wahrscheinlich einem der letzten V8 Motoren angeblich. Ja, auf jeden Fall tut er dann zufällig jemanden Aufgaben und der zeigt ihm dann irgendwo, wo es Benzin gibt, weil Benzin ist ja da das wichtigste, der wichtigste Rohstoff sozusagen, also schwarze Gold. Wie es so schön gesagt war, also das Öl, was dann zu Benzin gemacht wird, damit die Leute rumfahren können. Und dann bringt er ihn dorthin, wo es so eine Raffinerie gibt, also wo so Leute das Erdöl fördern und zu Benzin verarbeiten und sich die ganze Zeit irgendwie vor einer bösen Gruppe, wie heißen die nochmal, jetzt habe ich es vergessen. Kinder des Krieges von Humongous gedöhnt. Irgendwie so, ja, Humongous ist der Anführer, ja, der will halt das Benzin haben und so weiter, ist natürlich der Böse. In a world without gas. The Among Us rules the wasteland. I'm gravely disappointed that you wish to take the gasoline out of the wasteland. Und lügt die ganze Zeit nur, will im Endeffekt halt einfach nur ins Benzin, koste was wolle. Am Anfang so ein bisschen freundlich, diplomatisch, nachher einfach mit. Ja, die eine Gruppierung ist quasi eingezäunt in so ein abgestecktes Gebiet, wo eben diese Raffinerie mit drin ist und die verteidigen das immer gegen diese Angreifer quasi, gegen diese andere Gruppierung von und so, bösen Outlaws eben auch so. Here is where it shall be decided. Ja, im Endeffekt kommt halt dann irgendwie rettet er dann irgendwie einen, der aber dann trotzdem noch stirbt und hat mit dem halt einen Deal ausgemacht wegen Benzin. Und will natürlich dann das Benzin haben, die sagen dann, ja okay, der Typ ist gestorben, damit der Deal auch, und dann macht er halt sozusagen einen neuen Deal, weil er weiß, wo so ein, die brauchen halt so einen Lastwagen. Sie wollen quasi die Wüste verlassen und ans Meer quasi fahren, das ist 2000 Meilen entfernt, und sie brauchen aber ein Fahrzeug, mit dem sie den großen Tank, Benzintank quasi rausziehen können, und Suchmaschine, aber wissen halt nicht, wo eine ist, und Mad Max weiß aber, wo eine ist. Genau, die man am Anfang auch quasi sieht. Das ist so die erste Szene bei diesem LKW, bei diesem Sattelzug. Und ja, dann zeigt er quasi den, oder bringt er den LKW, damit die aus der Wüste quasi abhauen können. Ja, und dann im Endeffekt wird er halt repariert. Und dann tun sie halt, dann gibt es halt eine schöne, lange, gute, klassische alte Verfolgungsjagd, so durch die Wüste. When it's every man for himself. Und wo es dann am Ende natürlich mit einem kleinen Twist geht es dann nochmal zu Ende. Ja, mit einem kleinen Twist geht es noch zu Ende. Also, aber im Endeffekt ist halt auch cool gemacht, so vom Setting her auch, von dem ganzen Jahr hier und da mal ein bisschen übertrieben. Das ist halt Mad Max. Aber es ist halt cool, so, weil im Endeffekt postapokalyptische Zeit und wie man sich dann entwickelt, irgendwie muss man halt mit den Umgebungen klarkommen, auch der Mensch passt sich an und ja, was soll man sagen, ein bisschen viel SM teilweise drin. Ja, die Outfits sind halt so ein bisschen der Zeit natürlich auch geschuldet. So. Das war halt so in den 80er Jahren, das war so dieses, wenn du halt böse bist. Arschfrei, hat eine Glatze und eine Maske auf. Schon mal klar. Ja, das ist Schusschen. Wie gesagt, im Endeffekt ist eine große Verfolgungsjagd, so, das ist halt das große Finale dann letztendlich, die Verfolgungsjagd auf die Flucht von der einen Gruppierung aus der Wüste. Und ja, ist auf jeden Fall alles ziemlich gut gemacht für damals, muss man echt sagen. Also kann man heute sich noch gut angucken. Die Explosion.
Handgemacht ist natürlich, so ohne Computereffekte. Alles halt nicht so stark, nicht so schnell. Ja, hat Spaß gemacht. Also ich fand immer noch schön spannend, schön schnell. Also der ist nicht wirklich jetzt langwierig so. Der ist am Anfang, klar, also lässt schon ein bisschen Zeit, natürlich die Charaktere so ein bisschen zu beleuchten, aber im Großen und Ganzen geht er eigentlich immer straight. Also passiert relativ viel in kurzer Zeit. Und die, ja, die Schlusssequenz ist auch echt gut gemacht. Also krass, wie viel da einem um die Ohren fliegt und ja. Das ist eine einfache Story eigentlich, die, die echt gut umgesetzt ist. Ja, und auch wieder, ja. Also ich finde gerade Mad Max als Charakter so eigentlich relativ cool, weil er halt nicht so diese, das ist nicht so typisch Held so, ne? Eigentlich würde er nur in diese Rolle, ja, er stolpert quasi in diese Rolle rein, ne? Er hat eigentlich gar keinen Bock da drauf, er will eigentlich nur seine Ruhe haben, sein Benzin und abgib ihm so. Er sagt ja zum Schluss noch, er hat ja keine andere Wahl. Genau, warum? Er hat am Schluss halt keine andere Wahl mehr so. Aber er hat kein typischer Held so, der jetzt irgendwie strahlemannmäßig so unterwegs ist, sondern halt einfach, ja, wie gesagt, er überlebt, er versucht auch noch zu überleben in dieser apokalyptischen Welt halt einfach, ja, und über die Runden zu kommen. Und ja, das ja, ist das. Ist denn eigentlich ganz cool gemacht. Da die anderen Rollen sind natürlich auch teilweise so ein bisschen klischee-mäßig, 80er-mäßig so. halt, ja, sehr stereotypmäßig so dargestellt auch. Ja, ich finde aber auch so, wie gesagt, was die Charaktere angeht, fand ich es trotzdem ganz cool, weil die so ein bisschen. Sie bleiben, finde ich, schon hängen so. Du hast halt sofort diese Bilder so, also gerade der Typ mit dem Iro. Der kleine Junge. You're okay by me, pal. Homungus selber so, natürlich Mad Max so. Und auch, wie gesagt, keine Ahnung, diese Outfits halt so aus sich unterscheiden und so. Exakt. Und auch die Fahrzeuge teilweise finde ich immer ganz cool gemacht. Waren doch deine? Ja, ein paar ganz coole Fahrzeuge waren auf jeden Fall dabei. Bisschen die eine in der weißen Rüstung. Die, wo dann die auf dem Sattelzug dann stirbt, ja, auf dem Tank drauf. I was wrong about you. I'm sorry. Ja. Victoria, hey, hieß die. Ja, also die Figur hat mir auch ganz gut gefallen. Also wenn nur, weil es, ja, ist schon. Aber die Rüstung, die anhatte, ja, so aus der alte NHL. Genau, so, so alle Football, Rüstung, genau. Schutz und so. NFL. Ja. NFL. Ja. Ja, F. Football. F. Ja. NHL ist Eishockey. Ja, ich weiß. Da gibt es ja auch. Da gibt es auch eine Schutzausrichtung. Könnte auch von der NHL gewesen sein. Wer weiß das. Wer weiß. Ja, aber nee, gut gemacht. Kostüme, ja, einfach, aber effektiv. Und ja, die Explosion fand ich halt auch, ist eigentlich auch lustig. Ich frage mich eigentlich, das Einzige, was ich mich gefragt habe, ist, warum der Anführer das Einzige das Lachgas hatte. Ja, gut. Wahrscheinlich war es das letzte Nostring, der noch irgendwo rumfahren ist. Ja, dann musste er es halt nehmen, ne? Ja, auch nochmal so, der Spiel, ja, wenn du Boss wärst, wer hätte dann das Nuss? Ja. Der Boss hat's Nuss. Der Boss sieht's aus, ja. Der Boss, ne, kriegt's Nuss. Ja. Ne, also wie gesagt, also mir hat immer noch Spaß gemacht. Ich hab dann halt, also für mich ist es halt auch so eine gewisse Zeitreise, so einfach, das erinnert mich krass an meine Kindheit, auch wenn es eigentlich nicht an meine Kindheit erinnern sollte, weil der Film einfach ganz krass ist, um mal als Kind gesehen zu haben. Aber der hat mich halt damals schon ein bisschen krass geprägt, so auch. Also gab's auch Szenen, die triggern mich heute noch, weil ich einfach, wie gesagt, das Gefühl von damals hatte so, wo halt auch, wie gesagt, ein bisschen hart war für einen kleinen Junge so. Aber ja, ich glaube, das sind wir alle, haben wir alle so solche Filme damals gesehen, ja, die so ein bisschen eintriggern und heute noch fertig machen, obwohl es eigentlich aus heutiger Sicht nicht mehr so krass ist. Also bei mir war es der Friedhof der Guschtiere. Ja. Ich weiß ja, wie es heute wäre, wenn ich ihn gucke, aber wahrscheinlich lächerlich. Ja, klar, ich meine. Damals, na Junge, hat es mich gefickt. Das ist echt so, ja. Wenn du also, ja, oh, halt viel zu jung bist und. Ja, ich hab mich so dermaßen eingeschissen. Ja, für diese Kuscheltiere wäre auch nochmal so ein Ding, das kann man eigentlich auch mal. Schon. Eventuell ja, irgendwann mal. Das ist eine gute Frage. Guck mal nach. Das ist auch nicht mehr so allzu weit weg. Schau mal, aber der. Ich überlege, aber ich glaube, der war 80. Ich glaub, der, ja, der war letztes Jahr, also ein Jahr vor Mad Max, und das würde bedeuten, wir sind vorbei. Aber ich glaube, dass ich ihn bei den 80er mit drin gesehen habe. Ich komme mal nochmal. Ja, kann man ja nachher. Auf jeden Fall ist er in der 80er. Ey. Ja, also. Ja, dann, also so im Großen und Ganzen müssen wir jetzt mal Punkte verteilen. Ja, Alex, darf mal hier also, wenn du sagst, wartet mal anfangen. Bunny Points. Mhm. Nur volle. Wirklich? Ja, also einfacher Teil machen wir schon eine volle, ja. Nein, dann geht das 6. 6? 6, ja. 6 von 10. 6 solide. Okay. 6 solide. 6 solide. 6 allein. 6 solide. Ja, also 6, Alex gibt 6 von 10 Bunny Points, sagst du? Ich bin ein bisschen zwiegespalten, vor allem wegen andere Punkte, wo wir ja schon vergeben haben, wie ich. Mad Max ist ein guter Film. Er ist aber einfach gemacht. Man hätte auch ein bisschen mehr machen können. Da bin ich äußerst davon überzeugt. Wie gesagt, ich habe leider Fury Road noch nicht gesehen. Schämen sollte ich mich, ich weiß, ja, aber egal, obwohl ich ihn habe zu Hause. Deine Schuld.
Übrigens eine Schwarz-Weiß-Version davon, aber nichts. Aber von dem Film, also ich weiß nicht, ich bin ein bisschen mehr Fan von der Donnerkuppel, muss ich leider sagen. Ich weiß, dass du das anders siehst. Ich finde sie beide gleich gut, eigentlich, ja, aber ich finde es bei der Donnerkuppel dann nochmal so ein Tick höher, deswegen gebe ich ihm gute 5. Mhm. Okay. Also in was ist schon mal ein Plusball gegeben? Aber anderes Thema. Was war 9? Ich weiß es gerade. Ey, Plusball ist auch hammergeil. Ich habe den Tisch davon reingeschaut. Okay, also du gibst ihm 5. Du gibst ihm 6. Gute 5, ja. Also ich gebe mir auf jeden Fall 8, weil es halt einfach auch ein Stück Kindheit für mich ist und ich den Film eigentlich immer noch voll gern mag und der einfach für mich also keine großartigen Schwächen aufweist, auch heutzutage. Also klar, wie gesagt, die Standards sind halt heutzutage anders und heute erzählt man halt gewisse Sachen auch anders, aber so vom Pacing her gefällt er mir voll gut, von der Charakterzeichnung gefällt er mir eigentlich relativ gut, so wie gesagt, wie die Welt halt ist, so dreckig und halt wie gesagt, ein bisschen abgefahren halt auch alles, mag ich echt voll gern und ja, vor allem, wenn man Fury Road auch gesehen hat, dann sieht man wieder so Versatzstücke, wo halt wieder verbaut wurden, wo halt ganz cool sind so, oder gewisse Ideen, die da noch nicht so richtig angesprochen wurden, aber jetzt bei Fury Road dann nochmal so ein bisschen vertiefter wurden. Und das gefällt mir halt dadurch noch ein bisschen mehr. So, kann man können wir uns auf jeden Fall die Tage mal angucken. Der ist halt auf. Also wie gesagt, Fury Road ist sowieso richtig hammergeiler Film. Es wundert mich auch nicht mehr, warum dir Borderlands so gefällt. Ja, also wie gesagt, das Setting ist eh, also ich mag das voll. Und ja, das Setting halt mag ich auch so. Deswegen gebe ich ihm auf jeden Fall 8 von 10. Damit haben wir wie viel du geschrieben, Rechner? 6 1/3. Also 6,33. Okay, alles klar. Oder Periode 3 für die Damen und den anderen. Tida! Ich weiß nicht, wer das immer einlädt. Okay, dann haben wir es ja eigentlich. Will jemand noch irgendwie Fazit oder sowas abgeben, großen Ganzen? Film war gut, kann man sich angucken. Erledigt. Okay, schon. Cool. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit 1982. Bis dahin. Mach's gut. Bis dahin. Haut rein und.